Willkommen zur F1 23 Mick Schumacher Karriere, dieses Mal in Mexiko. Ich freue mich extrem, denn die Strecke ist fast wie angegossen an meinem Wagen, denn der Haas ist natürlich eine Rakete. Ob er auch hier in Mexico City auf über 2000 Metern Meereshöhe überzeugen kann, das ist natürlich fraglich, aber da haben wir mal die Randstats der Strecke. 4,3 Kilometer, 3 DRS-Zonen und vor allem eine tatsächlich sehr, sehr spannende und spaßige Strecke. Die ersten zwei Sektoren sind eher, sagen wir mal, die ersten eineinhalb sind eher Fullspeed abgetrimmt, der dritte dann eher auf Kurven und Grip, was mich natürlich jetzt mal in unser Qualifying reinbringt. Das müssen wir eigentlich mit dem Haas gut überstehen, würde ich mal sagen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern Daumen rum da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links war alle unten in der Bio, es geht los. Auf dieser ewig langen 1,23, keine Ahnung wie lang die Geraden ist, also die ist wirklich sehr lange. Geraden, Traktionskontrollmittel, Selbststalten, Selbstbremsen, KI 95, es geht hier Richtung Turn 1. Also beim Einlenken habe ich schon gemerkt, das war zu spät und das Heck ist schon gekommen. Ebenfalls hier aus Turn 1 raus wollte ich natürlich diesen Fehler gut machen und da rutschst du halt herum. Ich habe kaum Grip, das ist echt ekelhaft zu fahren. Ich muss mich da vermutlich noch ein bisschen im Rennen dran gewöhnen. Aber ja, es ist okay, wir kommen hier mal um die Kurven, aber sauber ist das Ganze nicht. Das Auto fühlt sich nicht gut an. Ich hoffe, dass wir wenigstens in den kurvigen Sektoren mit diesem Setup unser Glück haben werden. Rein geht's hier, also in links, rechts, dann nochmal links hier und noch einmal rechts und links. Das DRS dürfen wir jetzt auch natürlich öffnen und dann geht's schon ins Stadion rein. Es wäre aktuell P15 mit 7 Zehntel Rückstand. Das ist, die Zehntel sind eigentlich okay, nur der Platz natürlich auf so einer kurzen Strecke, dann natürlich relativ weit hinten. Top 10 hätte ich schon gern gehabt, das wird nicht funktionieren. Wir rutschen mal, flutschen mal hier auf den 13. Platz nach vorne. Das ist okay, Richtung Turn 1 kann man ja mit guten Start und Beschleunigung auch ein paar Plätze gut machen. Gucken wir mal die Startaufstellung an. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Norris, Oscar Piastri, Russell, Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Albon, der Goldjunge, Joe, Stroll, Ricciardo, Tsunoda, Hülkenberg, Sargent, und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Und bei mir ist heute... Hier sind wir also nun in unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Mick Schumacher. Lights out und... Let's go, Leute. Wir kommen hier gut weg vom Start. Pierre Gasly und Esteban Ocon haben geschlafen. Die Traktoren bleiben stehen. Hier kommen jetzt auch im Windschatten an. Na, sagen wir mal neben Alex Albon. Im Windschatten gönnen uns jetzt auch hier Fernando Alonso. Und jetzt wird es halt interessant werden. Wie positionieren wir uns hier in Turn 1? Wir gehen mal an Alonso vorbei. Ja, und da gibt uns hier einen Bang mit. Das ist okay. Und jetzt hier gehen wir aber mal nach außen. Und Halleluja. Was ist mit diesem Grip hier los? Ich bin echt überfragt. Ich muss echt noch gefühlvoller mit dem Gas umgehen. Das gefällt dem Haas hier tatsächlich gar nicht. Sainz und Albon hier nebeneinander und ich finde hier gerade noch so eine Lücke irgendwie. Es ist ein Wahnsinn. Die beiden gucken nur auf sich und ich kann hier tatsächlich nur durch die Finger gucken und muss jetzt hier hoffen, dass mich wenigstens Sainz nicht übersieht. Wir gehen hier neben Sainz. Wer bremst in die Kurve rein später und da halte ich tatsächlich hier drauf und übernehme jetzt mal den 9. Platz mit dem Haas. Ja, es ist crazy. Es ist wirklich verrückt, wie wenig Grip ich hier habe. Generell im Rennen. Also das fühlt sich nicht an wie ein Rennen, sondern wie Training 1. Tatsächlich. Wir sind hier jetzt in der Replay, Leute. Und da gucken wir uns noch einmal den Start an, denn der war verdammt gut, überraschend gut von uns. Also wir kommen hier nah
Wir kommen hier gut weg vom Fleck. Es ist zwar weit hinten, wo ich starte, aber ja, keine Ahnung, was die beiden da hinten gemacht haben. Ich glaube, die haben die Ampel zu spät gesehen, denn das war wirklich sehr schwach, wie die da vom Fleck weggefahren sind. Und wir ziehen hier auch gut rein. Da gibt es eine leichte Berührung, aber tatsächlich ist das nicht ganz meine Schuld. Also das müsst ihr mir glauben. Mit der schnellsten Rennrunde im Rücken werden wir hier tatsächlich direkt von Carlos Sainz angegriffen. Der schießt hier mit einer so Übergeschwindigkeit an uns vorbei. In Turn 1 kann ich es allerdings nochmal korrigieren. Ich komme einfach nicht an Albono vorbei. Der ist so noch schneller auf der Geraden wie wir. Das kann ich gar nicht glauben. Runde Nummer 7, wir sind immer noch hinter Alex Albon. Es gibt eine gelbe Flagge, Logan Sargeant ist aus der Session ausgeschieden, aber das bringt uns jetzt ganz, ganz nah an Albon dran. Der hat mittlerweile die DRS-Hilfe verloren. Wir gehen hier jetzt aus mit einem ganz späten Bremsmanöver rein und Albon, ja, geht hier tatsächlich, er bleibt hinten. Das ist gut für uns, das ist sehr gut und erneut gelb und diesmal trifft es leider einen sehr Bekannten. Es ist mein Teamkollege, der nun auch an der gleichen Stelle wie Logan vorhin sein Rennen aufgeben muss. Das ist bitter. Erneut kein Punkt für Haas von ihm. 20 Rennenpunkte los. Ich hoffe, die Strähne endet bald.
Okay, I've got information on Joe for you. Ab an die Box, nur nicht zu spät, das kam gut, 2,3 Sekunden. Wir verlieren zwar hier wieder natürlich den Platz an Leclerc, den wir auch nur gewonnen haben, weil wir an die Box gegangen sind, doch wir konnten echt schon viel Zeit aufholen und das ist echt wichtig, um hier am Schluss dann die Nase vorne zu haben gegen Charles Leclerc und vor allem auch gegen die Ferraris. Wir machen quasi einen Undercut gegen alle, die jetzt nicht gestoppt haben. Das wird jetzt nämlich interessant werden, wenn die rauskommen, wo wir dann am Ende sind, denn wir sind bestimmt näher dran als jetzt. Jetzt sind jetzt nun auch die anderen an der Box. Mal gucken, George Russell fährt jetzt gerade raus. Er ist zwar noch vorne, aber wir hier mit dem besseren Exit und vor allem auch natürlich mit mehr Schwung saugen uns hier mal dran. Geht es hier mit einem ganz späten Reinpressmanöver? Er macht hier die Tür auf, weil er denkt so, den Soziopathen lassen wir aber vorbei. Aber es hat hier tatsächlich funktioniert. Wir gehen jetzt hier vor George Russell und hinter Piastri und Perez, die schon mittlerweile in einem intensen Fight miteinander sind. Es ist wie verhext heute, Leute. Das ist einfach nicht normal. Perez und Piastri, die jagen sich da auf und ab. Ich kann zwar natürlich immer wieder den Geschmack von dem DRS, bin ich heute auch immer wieder, denn das ist auch quasi meine Lebensversicherung. Wir kleben hier mittlerweile an Sergio Perez rundenlange drauf, aber irgendwann muss er ja mal einen Fehler machen oder irgendwann muss ja mal ein Fight zwischen ihm und Piastri entstehen und dann wären wir da tatsächlich. Das Fatale ist natürlich auch Russell, merkt, dass wir hier auf letzter Rille fahren. Jetzt setze ich einmal Perez neben Piastri. Können wir hier tatsächlich jetzt unsere Chance nutzen? Ich wittere hier eine Möglichkeit aus der ersten Kurve raus, toller Exit. Aber natürlich ist das quasi ein DRS-Train, wie er im Bilderbuch steht. Aber, nun mein Gott, Leute, Halleluja, war das knapp. Da gab es tatsächlich beinahe den Auffahrunfall. Puh, einmal kurz durchatmen, einmal kurz Gang runterschalten. Und das ist wirklich ganz, ganz crazy. Da haben wir jetzt auch noch einmal diese Situation. Perez möchte sich hier neben Piastri setzen, geht nicht ganz. Perez-Piastri, das ist auch eine interessante Kombi. Ich blink natürlich schon von Weitem. Runde 15, das ist jetzt die Endrunde. Und aus der letzten Kurve raus ist es halt immer wieder dieser gleiche Abstand. Doch Russell, der ist wirklich nah dran diesmal. Und wird er uns hier das Leben schwer machen? Ich denke schon. Wir dürfen auch den Heckspoiler öffnen, aber dieser Mercedes ist so unfassbar schnell auf den Geraden. Wer bremst in Turn 1 später? Die komplette Strecke ausgenutzt. Glücklicherweise ist der Hinterreifen etwas breiter. Und so können wir gerade noch so in Turn 1 gegen George Russell uns hier irgendwie durchsetzen. Denn das ist wirklich ganz, ganz verrückt. Wir sind in der 22. Runde und das ist kein Fight mehr um den 5. Platz. Das ist jetzt eine Riesenkampfgruppe um P1, meine Lieben. Es sind alle im DRS-Fenster von Platz 1 bis Platz 8 sogar, bis Platz 8. Und können wir irgendwann einen Überraschungsmove gegen Perez setzen? Das wird jetzt die große Frage sein. Und jetzt gehe ich hier rein. Perez rechnet nicht damit und deckt auch gar nicht innen ab. Und wir übernehmen hier
tatsächlich ganz, ganz überraschend den sechsten Platz, nur nicht den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren, denn sonst ist alles hier verloren. Ich bin 19. jetzt hinter Oscar Piastri. Huch, die Kurven hier unnormal hardcore geschnitten. Ich glaube, ein Millimeter hätte nicht mehr reingepasst. Und ich bin jetzt aus dem DRS-Fenster von Perez bereits draußen. Das wäre natürlich jetzt der Mega-Coup, wenn ich jetzt tatsächlich die letzten 2-3 Runden dafür nützen könnte, einen Overtake zu wagen. Und hier gehen wir erneut rein. Ganz, ganz frech, wie wir heute sind. Ich lasse ihn aber auch innen hier genug Platz und komme hier fast neben die Strecke. Er ist aber noch vorne und das wird nicht reichen. Oder können wir hier außen? Doch, außen. Außen gibt es mehr Grip. Und wir übernehmen hier vorerst mal Piastris Platz, aber verlieren auch zu Charles Leclerc den wichtigen unter eine Sekundenfenster. Wir müssen uns das unbedingt noch einmal hier in der Replay angucken. Es war so frech, aber auch so genial, gegen Perez sich hier anzulegen. Denn er hat absolut nicht damit gerechnet, dass wir hier reingehen. Und wir sind mittlerweile in der 23. Runde, meine Lieben. Aber auch dieses Sekundenfenster, es schwingt. Wir sind nur ein paar Tausendstel und jetzt habt ihr es gesehen bei meinem linken direkter Rutscher. Wir haben auch die älteste Reifen von der Spitzengruppe und da geht Piastri schon einmal vorbei. Das ist natürlich schade für uns, aber das war ehrlich gesagt jetzt nicht so eine große Überraschung für mich, denn ich bin hier tatsächlich am Maximum. Ich bin am Limit. Da geht keine Zehntel mehr raus aus den Kurven, aus dem Reifen. Die sind wirklich komplett tot. Ich probiere aus der letzten Kurve auch schon eine alternativen Exit zu fahren, denn wenn ich direkt das Gas durchsteigen will, wie gewohnt, ist es hier so unheimlich rutschig. Und Perez, ja, wittert die Chance natürlich, dass meine Reifen tot sind, aber auch sein Auto natürlich viel, viel schneller ist. Auch George Russell kommt hier nah dran. Vielleicht können wir hier noch einmal einen Move gegen Perez setzen. Ich fahre eine andere Linie. Die Reifen sind so durch, Leute. Ich habe hier kaum Grip, generell das gesamte Rennen über. Der Grip ist so unterirdisch schwach, dass ich hier quasi, ja, wie auf rohen Eiern fahren muss. Das ist echt ganz, ganz schwer. Aber eventuell ist da nochmal irgendwo eine kleine Chance, ein kleines Fünkchen Hoffnung. Und hier außen tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie Perez hier nicht die Führung behalten hat können, aber wir gehen hier außen erneut an Perez vorbei. Und das könnte jetzt vielleicht das letzte Mal gewesen sein. Aber eins ist wichtig, denn vielleicht kämpft dann auch ein Russell gegen Perez und wir können dann als lachender Dritter vorgehen. Es ist die 25. Runde, wir biegen hier ab und werden immerhin 6. Platz. Und wenn ihr euch anguckt, wo wir gestartet sind, muss ich sagen, ist das tatsächlich heute mein Maximum gewesen. Und ich freue mich verdammt, dass wir das heute überstehen konnten. 6. Platz, so viele wertvolle Punkte. Also wirklich, ich bin sehr stolz und ich glaube auch, dass wir zu Recht mit Mick Schumacher Driver of the Day geworden sind. Was denkt ihr? Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Der Spaß ist vorbei, Leute. Wir waren leider nicht auf dem Podium, aber mit unserem 6. Platz nehmen wir erneut wichtige 8 Punkte mit und machen zudem auch noch 7 Plätze gut und konnten Sergio Perez und George Russell hinter uns lassen und lassen die auch in der Weltmeisterschaft erneut oder noch immer noch hinter uns, sind jetzt 20 Punkte vor den Briten und weitaus mehr sogar noch vor Perez. Für heute war es aber mal. Ich hoffe, euch hat das vorletzte Video unserer Mick Schumacher Karriere gefallen. Ihr habt richtig gehört, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum vorletztes. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist leider keine Zeit mehr. Also werden wir die nächsten 2 Rennen skippen und springen morgen bereits ins Saisonfinale.
in Abu Dhabi und gucken mal, wo Mick Schumacher drin ist. Und falls euch diese Karriere gefällt, können wir die gerne in F1 24 fortsetzen. Aber natürlich müssen wir dann wieder von neu anfangen. Vielleicht aber dann schon quasi in der fortgeschritteneren Sache. Ich freue mich extrem auf das Game und natürlich auch, falls ihr noch nicht habt, auch gern, dass ihr kostenlos abonniert, supportet. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später wieder auf TikTok. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.